Aufschlag von oben. Ja, wir probieren mal Float. Wichtig, die Hand ist fest. Ja, kein drüberklappen, die Hand ist fest. Ich versuche den Ball ziemlich mittig hinten zu treffen. Je nachdem, wie ich schlagen will, ein bisschen unten oder genau in die Mitte. Und dann von der Idee, als wäre mein Arm ganz, ganz schwer und hart und fest, durch den Ball. Ziel ist, dass der Ball die Hand verlässt, ohne sich in irgendeine Richtung zu drehen, sondern quasi so ohne Rotation fliegt. Das ist das, was die bei den Damen zumindest die meisten Profis versuchen, weil der Ball dann irgendwann anfängt, sich ein bisschen so zu flattern eben und seitlich zu bewegen und dann wieder schwer anzunehmen. So, wir fangen an. Erstmal Float aus dem Stand und dann gucken wir, wie wir das im Sprung machen können. Ich erkläre mal für die Rechtshänder. Die Linkshänder denken andersrum. Falls Probleme sind, komme ich auch nochmal und erkläre nochmal andersrum. Linker Fuß vorne, rechter Fuß hinten. Ball ist in der linken Hand. Das ist die einfachste Version. Am besten, ihr haltet den Ball schon ein bisschen vor die rechte Schulter. Von da drüben ist immer ein bisschen schwer. Ball vor die rechte Schulter. Fangt gerne mit dem Arm schon oben an. Ja, spart ihr einfach Zeit. Den Ball anwerfen, sodass er am Ende vor die rechte Brust, vor den rechten Fuß dorthin fallen würde. Wichtig ist, der Ball ist schon leicht rechts und nicht vor der linken Schulter. Und dann ist wichtig, versuchen, den Ball etwas vor der Schulter zu treffen. Ja, manche sagen, ich muss die Hand danach stoppen. Ich halte das nicht für super wichtig. Ich kenne genug Spieler, die ziehen durch und der Ball ist immer noch ziemlich mies. Versuchen, den Ball so zu schlagen, dass er keine Rotation kriegt. Also Anwurf, top. Ja, und dann fängt er an, so ein bisschen zu zittern in der Luft. So, Übung. An der 3-Meter-Linie. So, die Alia war das. Darf man vormachen mit mir? Übung. Relativ einfach. Ich starte an der 3-Meter-Linie. So, ich probiere einen Float-Aufschlag aus dem Stand zu Alia. Wenn ich so schlagen kann, dass Alia den Ball vor dem Körper fängt, darf ich meinen nächsten Aufschlag eine Linie weiter hinten machen. Wenn ich sie wieder treffe, gehe ich für meinen nächsten Aufschlag wieder eine Linie weiter hinter, mit dem Ziel, irgendwann wirklich an der Grundlinie zu sein. Und das machen wir hin und her. Erster Aufschlag, sie kann ihn fangen, gut. Aufschlag von dir, gut. Auch zurück und so weiter probieren wir erstmal. Wichtig ist natürlich, dass ich als Fänger, wenn ich es schaffe, von hier aufzuschlagen, ist nicht die Idee, den Ball von der Grundlinie drüben hier zu fangen. Als Fänger muss ich immer ein kleines bisschen reingehen. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt. Probier das mal. Je besser der Aufschlag klappt, desto weiter gehen wir nach hinten. Gut. Nicht hier treffen, sondern schon die Mitte der Hand auf den Ball. Und dann immer zu versuchen, flach übers Netz. Die Idee ist bei dem Aufschlag auch immer möglichst flach über die Netzkante. Da soll kein großer Bogen rein. Flach übers Netz. Gut, du ziehst noch ein bisschen unten durch. Hinten, wirklich hinten mit festem Arm drauf, als wäre dein Arm schwer oder aus Stein oder aus Holz oder sowas. Gut,